Ja, und Peace, meine Freunde, was geht ab? Ich hoffe, euch geht es allen gut. Einen schönen sonnigen Sonntag. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe mich hier draußen im Industriegebiet von Oberhausen gestellt, in der Nähe vom Stadion Niederrhein. Aber das ist heute nicht das Thema. Es geht um das Thema Frank Kramer, Schalke. Also, da muss ich jetzt auf jeden Fall nach dem Spiel gegen Leverkusen deutlich jetzt was ändern. Wenn man jetzt den DFB-Pokal mitrechnet, nur 2 Siege und einmal gegen Bochum und den DFB-Pokal natürlich in 10 Spieltagen, 9, was das jetzt waren, 10, 11, keine Ahnung, also mit dem DFB-Pokal jetzt gerechnet, nur 2 Siege rauszuholen, ist nicht gerade der höchste Anspruch auf einen Aufsteiger, dass das ja nicht immer sofort klappt. Das war mir Gewöhnungssache. Aber für so eine Traditionsmannschaft wie Schalke hätte man schon mehr erwartet. Dass man jetzt nicht immer gewinnt oder gute Leistung zeigen kann. Ja, okay. Sieht man ja in Bayern zurzeit. Aber egal. Aber man kann doch nicht als Aufsteiger einen Trainer holen, der mit Bielefeld oder sonst irgendeiner Mannschaft abgestiegen ist und ihn dann zu holen. Natürlich haben wir finanzielle Probleme auf Schalke, das kennt jeder. Das ist ein offenes Geheimnis. Aber das ist schon. Schon irgendwie lächerlich. Weißt du, Leverkusen hat es zum Umschwung geschafft mit einem neuen Trainer, den Xabi Alonso. Das war auch ein schönes Spiel von Leverkusen, muss man sagen. Unsere Leistung gerade in der Abwehr und Torwart ist miserabel. Also meiner Meinung nach finde ich, dass Kramer entlassen wird. Wir müssen jetzt reagieren, jetzt, noch so vor der Saison, um vielleicht auch die Kasse zu halten, im Mittelfeld zu kommen. Mir geht es jetzt nicht um Meisterschaft oder sonst irgendwas. Einfach nur um die scheiß Kasse zu halten und nicht wieder da unten zu landen in der 2. Liga und dann wieder eine Fahrschulmannschaft zu sein wie Köln und Düsseldorf damals, die mal auf- und abgestiegen sind. Ja. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren. Und ganz ehrlich, ich würde auch wieder den Ralf Fährmann wieder mehr Chancen geben lassen, weil zurzeit der Schwolloff da hat zwar gute Paraden gehabt, ja, gegen Dortmund und so, aber der gefällt mir jetzt zurzeit gar nicht mehr, also gar nicht mehr. Der hat mir schon zu viel Gegentore kassiert. Der sollte auch, zumindest auf der Bank oder auch, also den Schalke sollte keine Kaufoption ziehen für ihn, finde ich meiner Meinung nach. Ja, und dem Fährmann wieder ein bisschen Spielpraxis geben. Dass der Justin Herkin von Oberhausen jetzt in der Liga kaum Spielzeit kriegt, die deswegen fehlt hat, okay, dass er in der 2. Mannschaft von Schalke gespielt, okay. Vielleicht ein, zwei Spiele mal spielen lassen, um zu gucken, wie das mit ihm läuft. Aber schreibt euch mal gerne eure Meinung in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Lasst gerne ein Like da, abonniert gerne und schaut auch gerne bei mir und Nuka auf dem Discord, falls ihr mal zocken wollt oder generell quatschen wollt mit Freunden. Kommt gerne auf unseren Discord-Server und wir hören uns dann irgendwann die Tage. Ciao.